Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und mit uns verbunden an den Empfangsgeräten. Wir haben heute noch einmal einen Abschnitt des Evangeliums vom Ostermorgen gehört, die Begegnung von Maria Magdalena mit dem Herrn im Garten, in dem sich das Grab befand. Johannes, der Evangelist, betont, dass das Grab in einem Garten war, das wissen wir aus der Passionserzählung. Und heute hören wir, dass Maria dachte, der Herr sei der Gärtner. Garten und Gärtner. Da klingt an, dass das, was hier geschieht, etwas zu tun hat mit dem verlorenen Garten des Paradieses. Im Garten des Paradieses war in der Mitte der Baum des Lebens gepflanzt, von Gott als dem Schöpfer, von Gott sozusagen als dem Gärtner. Und wir alle kennen ja die Schöpfungsgeschichte und wissen, dass von diesem Baum, von den Früchten zu essen, Adam und Eva verboten war. Im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer liegt die Ursünde. Sie hat zum Verlust des Paradieses geführt. Wir leben seitdem jenseits von Eden. Wir leben in dieser Welt mit ihren Bedingungen. Wir leben nicht mehr im Garten des Paradieses. In der Kreuzigung Jesu hat Gott einen neuen Baum des Lebens gepflanzt. Vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes das Leben, singt die Kirche. Durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi sind wir gerettet, haben wir das ursprüngliche Leben der Gotteskindschaft, das ursprüngliche Leben des Paradieses wiedergeschenkt bekommen, da wir durch die Taufe an Christus Anteil haben. Aber die Welt ist noch nicht wieder ein Paradies. Die Vollendung der Schöpfung am Ende steht noch aus. Aber in uns haben wir durch den Geist sozusagen eine neue Pflanzung des Paradiesgartens erlangt. Und christliche Berufung heißt, Jesus Christus, den Auferstandenen, zum Gärtner unseres Lebens zu machen. Immer da, wo wir in Verbundenheit mit ihm leben, aus den Sakramenten, wo wir Gutes tun, wodurch uns Hoffnung, Glaube und Liebe in dieser Welt lebendig wird, gepflanzt wird, wachsen kann, da ist der Gärtner Christus selbst am Werk.